Ihr habt Probleme, die AE-Kämpfe gegen Computer oder auch gegen andere Spiele zu gewinnen und es gibt viele Ulti-Missionen, die das erfordern, dann habe ich heute ein Deck für euch am Start, was euch das Ganze ein bisschen leichter machen sollte. Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Super Dragon Ball Heroes und ja, das Spiel macht mir gerade unglaublich viel Spaß. Also, wir haben schon ein bisschen was über Deckbauen gelernt, wir haben ein bisschen was über Einheiten, Gachas gelernt. Ich werde wahrscheinlich noch eine Tierlist rausbringen, die ich aus Quellen zusammengetragen habe, aber ich bin mir nicht sicher, wann dieses Video kommt. Heute geht es um etwas anderes. Es gibt ja viele ultimative Missionsziele, wo ihr dafür sorgen müsst, dass ihr keinen von diesen AE-Kämpfen verliert oder wo ihr von Superattacken des Gegners nicht getroffen werden dürft, was letztendlich genau das gleiche ist, weil die dürfen die ja eh nicht gewinnen, um eine Superattacke zu bekommen. Und es hat mich eine Zeit lang richtig aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und viele meiner Einheiten auf einmal super schnell wurden und ähnliches. Deswegen habe ich mir ein Deck zusammengebaut, womit ich das Ganze umgehe. Wir sind jetzt wieder im Arcade-Modus. Ich finde das ganz gut, um solche Sachen zu zeigen. Und in diesem Match ist es zum Beispiel Ultra-Abschlussbedingungen. Gewinne den Kampf, ohne von einem Superangriff des Gegners getroffen zu werden. Und das könnt ihr machen, indem ihr eben AE-Kämpfe immer wieder gewinnt. Und wir wollen mal gucken, was für ein Team ich gebaut habe. Ich erkläre euch kurz, wie das Team zusammengestellt wurde. Und dann machen wir das mal einmal gemeinsam. Ich schaffe es meistens, aber wahrscheinlich Vorführeffekt, jetzt schaffe ich es nicht. Also wir gehen mal in meine Deckauswahl. Ich habe das Deck nämlich abgespeichert. Dieses Team ist aktuell von meinen möglichen Decks gebaut. Ich habe 75 Karten, wie ihr seht. Noch nicht so viele, aber ich will euch zeigen, wie ich das Ganze angegangen bin, denn ich glaube, das kann jedem von euch helfen. Also grundsätzlich ist es so, dass die HR, also die Heldeneinheiten, ein bisschen einfacher zu spielen sind. Das bedeutet, dass ihre AE-Geschwindigkeit im Normalfall grundsätzlich auch geringer ist als von den meisten Elite- oder Berserker-Einheiten. Heißt, mein Ziel war es, ein starkes AE-Heldenteam zu bauen. Dafür habe ich meinen Trunks rausgeholt, weil er einfach gut ist. Dann haben wir hier den Goku Super Saiyajin. Und dann haben wir den Vegeta, gleich aus einem anderen Grund. Gohan, und ihr seht schon, Vegeta ist Elite, Gohan ist Berserker. Haben wir Kalifla, dann haben wir den Krillin und dann haben wir hier noch Goku Ultra Instinct Zeichen. Warum diese Karten? Okay, wir fangen mal an. Also, Trunks ist nur drin, weil er Held ist und ganz gute Werte hat. 3400 Angriff und so weiter und so fort. Der hat eine gute Ausdauer, kann relativ schnell seine Ulti machen mit 3 Energiekosten und gibt auch noch ein bisschen Effekte ab. Goku ist mit drin, weil er Held ist und er sich ab Runde 2 mit den Kamehameha verwandeln kann. Das ist so eins der Hauptgründe, warum er da ist. Und er kann sich selbst Ausdauer geben, wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund gerade in der Gefahrstufe der Ausdauer wäre, in der Vorbereitungsphase. Vegeta kommen wir gleich zu, denn er hat was mit Son Gohan zu tun. Son Gohan ist hier drin, weil er eine super Fähigkeit hat, und zwar solider Kampfplan. Wenn ihr Son Gohan in den Unterstützungsbereich lasst, wird er das AE-Tempo von allen Angreifern, das heißt von eurem Team, verringern. Bedeutet, es bewegt sich langsamer und das kann immer wieder wiederholt werden. Das ist richtig cool. Mein Son Gohan ist nur im Unterstützungsbereich bei diesem Kampf. Das gleiche gilt für Krillin. Er macht nämlich genau dasselbe. Das heißt, die beiden gehen in den Unterstützungsbereich und sorgen dafür, dass mein AE-Tempo immer schön langsam ist. Also so langsam wie möglich. Krillin hat aber noch ein paar andere Sachen, die ganz cool sind. Er kann ab Runde 2, 1 oder mehr Kapseln nach der Vorbereitungsphase aktivieren, wenn er im Unterstützungsbereich ist. Und die sind entweder für den Team, dann kriegt man Kraft, oder bei dem Gegner, dann zieht man Kraft ab, was ganz cool ist. Kalifla habe ich mit dabei, weil sie zum einen eine Heldeneinheit ist, heißt wieder verringerte AE-Zeit und sie hatten auch noch die Möglichkeit, ab Runde 2 Doppelangriffe zu machen, das heißt, ich kann mit ihr auch Schaden machen. Goku Ultra Instinct, genau das gleiche, super Energiemodus, das heißt, er kann zusätzlichen Schaden machen zu seiner normalen Angriff und ist eine Heldeneinheit. Vegeta dann wiederum habe ich noch mit am Start, weil Gohan in seiner zweiten Runde den Z-Modus aktivieren kann. Beim Z-Modus werden halt alle Z-Krieger zusammengebracht und machen nochmal einen extra Angriff und deswegen habe ich Vegeta dabei. Und zusätzlich gibt er auch noch plus 3000 Kraft, wenn die Gegner-Team-Heldenenergie höher ist als die des eigenen Teams. Und gerade in diesem Kampf ist es so, denn ich habe den Kampf ja schon ein paar Mal gemacht und ich weiß, der Gegner kriegt sehr schnell Energie, also Heldenenergie. Und damit kriege ich immer halt dauerhaft plus 3000 Kraft mit Vegeta, was ihn dann wiederum zu einer relativ guten Einheit macht. Das heißt, mein Spielplan ist, Gohan und Krillin ab in den Unterstützungsbereich, wenige Einheiten mit gut Ausdauer vorne haben, denn umso weniger Ausdauer eure Einheiten haben, umso schneller wird auch der AE-Bereich und das ist etwas, was ich auch gebraucht habe, um zu verstehen. Und dann gucken wir mal, wie dieses Team funktioniert. Also das ist tatsächlich das Team, was ich in letzter Zeit bei Story-Missionen immer wieder gerne raushole und auch bei dieser Stage, das ist schon eine schwere Mission, aber hier kann man super
Dragon Balls erfahren, deswegen mache ich sie ganz gerne, kriege ein bisschen Erfahrung. Und mein Ziel ist es auch mit diesem Team, Runde 3 habe ich den Gegner besiegt. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich am Anfang ein bisschen mehr Schaden bekomme, denn die meisten dieser Einheiten haben jetzt nicht die höchste Verteidigung, aber das ist egal, denn töten tut er mich normalerweise nicht, der Gegner, denn er macht keine Superattacken, wenn ich es richtig anstelle und ich kann einfach meine Energielevel aufbauen, meine Ausdauer aufbauen, dritte Runde alle reinbringen und dann einfach durch meine Ausdauer-Recovery, durch mein Modul den Gegner besiegen. Also schauen wir mal, wie es funktioniert. So, dieses Team ist tatsächlich voll darauf ausgelegt, sich selber Ausdauer zu geben, also das gegnerische Team, sich selber Energieeinheiten zu geben, was es sehr schwer macht, eben die Superattacken nicht zu bekommen, was ja diese ultimative, das ultimative Ziel ist. Und ich habe halt so ein bisschen rumgespielt und das Team kann dann super optimieren und mit besseren Karten wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen. So, dann haben wir mein Kampfmodul-Team-Bonus und ich glaube, dann haben wir alles bis jetzt. Yep. Das heißt, das erste, was ich mache, ist Trunks. Ich kann sowieso nicht gewinnen. Vegeta geht zurück, Caulifla geht zurück, ein bisschen Ausdauererholung für alle und die beiden definitiv zurück. Aber ich will zumindest 3000 zusammen haben. Nee, du kommst gleich, du kommst da rein. Genau, damit deine Fähigkeit und du kommst in der zweiten Runde rein. Also, wir haben 3000, damit ich zumindest eine Heldenenergie bekomme und der Gegner wird mich definitiv angreifen, das ist aber okay. Das habe ich jetzt Trunks. Und Vegeta, und ihr seht schon, AE-Tempo der Angreifer verringern, AE-Tempo der Angreifer senken. Damit bewegt er sich halt deutlich langsamer. Ich wäre sowieso nicht auf 9000 gekommen, deswegen ist es für mich nicht wichtig, in der ersten Runde unglaublich viele drinne zu haben. So, Stufe 1, 2000 Kraft, also wegen des Super Dragon Ball natürlich. Und jetzt fangen sie an anzugreifen. Und die gehen sofort, ihr seht, in Super Angriffen. Das heißt, wir müssen diese AEs einfach alle gewinnen, um die ultimative, So, und ihr seht, oh, meins ist schön langsam. Also, Sieg. Es ist natürlich von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Also, ich glaube, Trunks hat jetzt auch, hat zwar 2000 Schaden bekommen und kriegt jetzt auch nochmal. Ist immer noch langsam. Zack. Mirakel-Sieg. Aber es wird ein bisschen schneller dadurch, dass Trunks auch weniger Ausdauer hat. Also, muss man da natürlich aufpassen. Deswegen habe ich nicht so viele Einheiten drin und habe für die zweite Runde welche zurückgeholt, damit sie gleich wieder genug Ausdauer haben. So, Vegeta. Zack. Sehr langsam, überhaupt kein Problem. Alle Superattacken abgenommen. Jetzt gehe ich in den Angriff rüber, werde nicht viel Schaden machen. Ist aber auch nicht mein Ziel. Aber 3000 Kraft zusätzlich direkt für das Team von Vegeta. Das war knapp. Das war knapper wie gedacht. Aber beim Angriff ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht alle treffe. Yep. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich alle Helden zusammen oder nur ein Heldenteam bauen, wenn ihr genug Karten dafür habt, weil dann müsst ihr das nur einmal machen, was natürlich dann die Anzahl auch verringert. So, die pumpen sie jetzt auch mit Kraft und alles mögliche auf. 1,5-fache eigene Kraftstufe. 1,5-fache eigene Kraftstufe. Ja, ja, mach mal weiter, mach mal weiter. Zeta-Modus! Wir holen mal den Gohan-Zeta-Modus. Es ist egal, dass ich die zwei dabei habe. Oh, mein Vegeta ist jetzt sowieso betäubt. Das heißt, ich würde ihn sowieso rausholen. So, 1,2 Angriffspunkte. Aber Gohan, du darfst trotzdem nicht angreifen. Es tut mir leid. So, sie haben jetzt zweifache Eldenenergie. Und nochmal zweifache Eldenenergie. Das heißt, sie kriegen vollkommen zusammen, das auf jeden Fall zusammen. So, du gehst jetzt einmal zurück. Trunks, du kommst auch zurück. Wir lassen Caulifla auf jeden Fall drinne. Wir lassen dich drinne, weil du dich verwandeln willst. Wir lassen dich vorne. Ich kann sie jetzt vorne lassen, dadurch, dass sie richtig schön Ausdauer in der ersten Runde regeneriert haben. Das war's. Ich habe noch einen vollen Ausdauerbalken und habe jetzt hier Krillins extra. Ich möchte, dass mein Team mehr Energie bekommt. Jetzt kann ich auch durch ein Minispiel halt dafür sorgen, dass sie mehr bekommen. Zu den drei komme ich teilweise nie irgendwie. Okay, doch nur zwei. Aber zwei ist auch gut. Also zwei Kampfkasseln werden mir plus 4000 Angriff geben. Ja, und natürlich trifft es dort, wo ich keine habe. Super. So, AE-Tempo der Angreifer senken. AE-Tempo der Angreifer senken. Damit sind sie halt ein bisschen langsamer. Und, mir fehlt ein Punkt, damit ich zuerst angreife. Nein. Schade. Aber 3000 Kraft durch den Super Dragon Ball. Okay, gegnerische Angriffsphase. Jetzt konzentrieren.
damit ich den Dragon Ball auch nicht verliere. Das ist jetzt ein bisschen schneller, weil ich mehr Einheiten drin habe und ich glaube, das beeinflusst ja auch die Geschwindigkeit. So, aber Kaliflichen kriegt auch hier noch schöne Angriffspunkte dazu. Jetzt wird es wieder schneller. Na, oh Gott, war das knapp! Ich habe schon gedrückt und mir gedacht, nein, das war zu früh. Und wieder, Kalifler kriegt wieder mehr Schaden. Und jetzt geht, ja, ich wollte gerade sagen, es fehlt was. Nein, jetzt gehe ich in den Gott-Kamehameha-Modus direkt am Anfang. Das heißt, ich mache direkt Schaden. Das heißt, ich mache auch die ganze Zeit nebenbei Schaden, auch wenn ich nicht direkt voll angreife, während ich halt mehr oder weniger meine Punkte aufbaue, um sie in der dritten Runde komplett zu zerstören. Das ist halt mein Spielplan gerade. So, zack. Zack. Und hoch. Die Kamehameha. Der wird jetzt Super Saiyan Blue, kriegt 8000 Kraft dazu und macht einen direkten Schaden, wahrscheinlich so 1500 nur. Aber danach werden wir noch einen Doppelangriff mit Kalifla machen. Und das machen wir dann mit Super Saiyan Blue, dadurch, dass er jetzt gerade zusätzliche Kraft bekommen hat. Wir machen noch den Z-Angriff, das heißt, in der zweiten Runde mache ich echt guten Schaden an den Gegner. Ja, 1900, das ist ganz cool. Oh, und Kalifla macht sogar ihre Superattacke schon. Perfekt! Also wenn ihr übrigens mit dem Dragon Ball einen perfekt macht, dann gibt das nochmal ein bisschen zusätzlichen Schaden. Super Angriff bereit! Und ab nächsten Angriffs zugefügten Schaden stark erhöhen. Das ist auch bei Kalifla ziemlich cool, ihren Passiv. Ja! Energiefaust! Und... Autsch! Das war voll in die... 7700 Schaden. Z super bereit. Was ich meinte, deswegen habe ich Vegeta mit am Start, weil jetzt gehen Vegeta und Gohan und machen ihren Z super. Obwohl Vegeta eigentlich betäubt ist und das gar nicht machen könnte. Ich glaube, der ist betäubt, deswegen hat er dieses Sternchen, glaube ich, auf dem Kopf. Aber Gallic Garden Kamehameha. Und darauf muss man eben halten, achten, weil das sind alles, ist halt alles extra Schaden, was nicht direkt in der normalen Schadensrotte berechnet wird. Sind zwar nur 1222 Schaden, aber trotzdem, jetzt habe ich nochmal einen Doppelmodus. Dafür holen wir jetzt Super Saiyan Blue rein. So, das gibt auch nochmal 500 gegnerischer Abwehrabzug, weil es beides Helden sind. Und mit meinen Trunks, wenn ich so lange, wenn ich noch irgendwie in eine zusätzliche Runde kommen würde, also wenn ich am Ende meiner normalen Angriffsroute sie noch nicht besiegt hätte, hätte Trunks auch noch einen Dreifach-Angriffsmodus. Das heißt, ich würde sie definitiv platt machen. Das wird auch so 1500, glaube ich, so machen. Ah! Von beiden Seiten! Boom! Sandu, 2300! Nice! Und Super Energie-Modus noch durch meinen Ultra Instinct Goku, der auch in der zweiten Runde getriggert wird. Das heißt, ohne wirklich viel zu machen, mache ich selbst mit diesem Team, was eher darauf ausgelegt ist, die AE zu verringern, mache ich wirklich nochmal einen guten Schaden. Super Energie, yo! Und er ist jetzt schon runter auf 3000, also 2700 und nur noch 3000 Leben. Das heißt, die nächste Runde muss ich nur zuerst dran sein, einmal treffen und schon habe ich gewonnen. Und jetzt mit meinem Modul, was ich im Hinterkopf die ganze Zeit habe, habe ich genug Ausdauer, um eben diesen Schaden zu machen. So, Guido, dann depp du mach mal. Das ist ja 50% Erholung. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dieses Modul relativ früh zu bekommen. So, jetzt haben wir keine Angreifer. Wir holen mal alle rein. Holen Krillin runter. Wo ist Gohan? Dich holen wir auch runter. Ja, das passt. Das sind 6700. Ja, ich lasse ihn mal vorsichtshalber. Wobei, theoretisch müsste ich das nicht. Ich bin gerade überlegen. Also, ich könnte sie auch mit angreifen lassen. Warum? Und ich hätte das wahrscheinlich für den, für meinen Schaden gebraucht. Weil, dadurch, dass ich zuerst angreife, ist das AE-Tempo eigentlich relativ egal. Und jetzt, dadurch, dass ich einen Mischmasch vorne habe, ist das AE nochmal ein bisschen schneller, aber es sollte noch alles im Rahmen sein. Verwandel du dich mal zu einem Super Saiyajin Gotto. Ich finde es auch cool, wie er wieder diese dünne... Ich muss sagen, ich finde Super Saiyajin Gott viel besser als Super Saiyajin Blue. Meine persönliche Empfindung. Ich finde das Design, dass er so schmaler und jung wirkt, finde ich super geil. Ja, 8000 Kraft. Okay, und du hast mehr Schaden. Oh, ich habe 200 mehr. War ein bisschen knapp. Und wir kriegen noch mal ein bisschen Angriffsschaden. Super Dragon Ball ist Stufe 3. Dann wollen wir mal.
zack, zack, zack. Und, und das war knapp, aber okay. Superangriff bereit und damit ist er down, denn alle werden jetzt ihren Superangriff machen und wir haben die Runde gewonnen. Somit wurde ich von keiner Superattacke des Gegners getroffen. Ich habe alle AEs gewonnen und das ist wirklich ein Team, womit mir das bis dato wirklich gut, gut gelungen ist. Gerade in den Story-Modus gibt es super viele Story-Quests, wo ihr das machen müsst, damit ihr dann bestimmte Pfade aufmacht. Und wenn ihr auf so ein Team baut, so gut wie ihr könnt, dann macht das wirklich mehr Spaß und ihr ärgert euch nicht, weil es super schnell auf einmal wird. Und meistens ist es eigenes Nicht-Können. Also wenn ich das mal nicht schaffe, ist es, weil ich einfach nicht konzentriert war beim Drücken oder ähnliches. So, das ist der letzte Angriff jetzt. Ja, und auch noch ein Dragon Ball Farm. Das ist immer nett. Also zu den Dragon Balls werde ich demnächst noch ein Video machen. Das waren 25.000 Schaden und Vegeta hätte auch noch angegriffen und ich hätte noch mehr gehabt. Das heißt, besiegt hätte ich sie definitiv in der dritten Runde. So, Super Dragon Ball bekommen. Das war der 6 Stern. Ich glaube, ich brauche noch 4 Dragon Balls, dann kann ich wieder einen Wunsch machen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch mit diesem Team und mit diesem Video ein bisschen weiterzuhelfen, wenn ihr diese AE-Quest, wenn ihr dort Probleme habt. Ihr könnt mir gerne Kommentare unten reinschreiben, ob ihr bessere Einheiten habt oder ähnliches. Aktuell sind das eben die besten Einheiten, die ich habe, um so ein Team zu bauen. Aber ich glaube, es gibt deutlich bessere. Aber vom Ansatz her sollte es hoffentlich jedem von euch geholfen haben, wie ihr vorgehen könnt. In diesem Sinne freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Super Dragon Ball Heroes Playlist anschauen. Und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.